Hier sind wieder Andi und Joe von Enjoy Magic und willkommen zum neuen Video hier im Englischen Garten. Viel Spaß. So. Michael, pass auf, ich spürst du es? Spürst du es? Ja? Die Verbindung? Ja? Ja. Ja? Ja. Vielleicht bist es auch du, ich weiß es, aber dann sag ich mal, pass auf, ich mal dir ein Bild in meinem Kopf. Ja? Okay? Es ist was, es ist ein wirkliches Bild, ja, kein Kreis oder kein Viereck, keine Form, es ist ein wirkliches Bild, ja? Was denkst du, was ich dir male? Es ist sowas, was ein Kind vielleicht malen würde. Okay, gut. Würdest du zeigen? Gut, gut. Ein Baum. Ein Baum? Es ist ein Baum! What? Krass, Alter. Das ist sicher, dass du nicht der Zauberer bist, ne? Aber, es, ja. Aber pass auf, jetzt, wo ich schon sehe, dass wir hier die Verbindung haben, ja? So, was ich nämlich habe, ist ein Kartendeck hier. Oder das müssen wir jetzt leider ein bisschen weiter dran. Pass auf, ne? Alle Karten verschieden, ja? Nichts irgendwie gleich oder sonst irgendwas, alles unterschiedlich, ja? Also, was ich nämlich möchte ist, dass du mal irgendwo abhebst, wo du möchtest, ja? So, wenn ich markiere die Stelle, wo du abgehoben hast, ja? Einmal hier. Ja? Und das musst du überlegen, ne? Ich habe dir ein Bild gemalt, und es war ein Baum, und du sagst Baum, was ja schon ist, ja? So, jetzt hast du irgendwo abgehoben, ja? Und ich denke an eine Karte, und besser, wir gucken mal nach, wo du abgehoben hast. Kein Scheiß, das ist genau die Karte, an die ich gedacht habe. What? Das ist, oh, aber wir haben einen neuen Zauberer hier, Nein, pass auf, das ist nämlich sogar meine Lieblingskarte, aus dem einfachen Grund, ich habe nämlich hier immer eine Karte immer dabei. Aber weißt du, warum das meine Lieblingskarte ist? Das ist ein Bild von einem Baum hinten drauf. Okay, fair. Okay. Okay, nicht? Heb mal irgendwo ab, wo du möchtest. Kann höher sein, kann tiefer sein, kann mittel sein, kann hier, perfekt. Ich markiere die Stelle, wo du abgehoben hast. Ja? Ja. Und jetzt wird es wichtig. Ich habe dir irgendein Bild gesendet und du hast Auto gesagt, was ein Auto war, was ja schon mal ist. Ja? Jetzt hast du irgendwo abgehoben, wo du wolltest. Ja? Du hättest höher abheben können, das nicht mehr, du hättest weniger abheben können, aber du hast hier abgehoben, richtig? Ja. Und ich denke jetzt an eine Karte und wir gucken nach. Nein! Es ist genau die Karte, die ich gedacht habe. What? Das gibt's nicht. Das ist der Hammer, oder? Ne, es ist sogar meine Lieblingskarte. Weißt du, warum das meine Lieblingskarte? Die Karte habe ich sogar immer hier dabei. Ja? Aber weißt du, warum das meine Lieblingskarte ist? Das ist ein Bild von einem Auto hinten drauf. Das ist gut, ja? Dankeschön. Conny, du Flasche. Ich hätte doch einen Hammer nehmen sollen. Ja, da wäre ein Bild von mir drauf gewesen. Halt mal kurz die Box bitte für mich. Danke. Wir wählen noch mal eine Karte aus. Und zwar, willst du eine Karte aussuchen? Komm, du musst nur Stopp sagen, okay? Stopp. Hier, okay. So, jetzt tatsächlich diese Karte. Einmal merken. Okay? So. Und die Karte versuche ich jetzt auf eine ganz andere Art zu finden. Nicht durch Schnippen oder so irgendwas, sondern ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich habe so eine Kette umhängen. Hier. Okay? Und mit der versuche ich jetzt deine Karte zu finden. Das ist ein bisschen komplizierter, denn ich nehme einfach das Spiel und gehe hier quasi so drüber. Und wenn ich dann den richtigen Winkel erwische, dann endet deine Karte einmal an der Kette. Und das Interessante ist, wenn ich die Kette einmal abnehme, hängt deine Karte fest an der Kette dran. Das kannst du dir einmal anschauen. Die ist da wirklich fest durch. Einfach, man geht mit dem Spiel hier so drüber und dann landet quasi die Karte einmal an der Kette. Aber das Interessante ist, dass wenn wir die Kette immer abnehmen, kannst du dir das anschauen. Und die Kette ist wirklich einmal komplett durch die Spielkarte. So, wir haben uns jetzt wieder hier hochgerannt, nur für euch, um mein Outro zu drehen. Ich stehe immer noch an derselben Position. Ja, ganz genau so ist das. Exakt. Wenn euch das Video gefallen hat, checkt auch die Bilder hier drüben. Genau. Unser Kameramann zoomt jetzt ein bisschen darüber, dass da Platz ja. ist. Genau, macht da Platz. Und genau. Da seht ihr auch noch das letzte Video, oder das andere Video, in dem unsere zwei Kollegen, der Ramiro und der Christoph mit dabei waren, auch auf jeden Fall sehenswert. Checkt das aus und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und teilt das Video, weil sonst teilen wir euch.